vor ihrem inneren geistigen Bildschirm. Was würden Sie morgens als erstes tun? Was ist Ihr erster Gedanke? Was würden Sie als erstes sagen? Wem würden Sie als erstes etwas sagen? Und dann gehen Sie so weiter durch den ganzen Tag, nicht? Überlegen Sie sich, wie sieht das Frühstück aus? Welche Dinge sind so jeden Tag zu erledigen? Ja. Geschirr spülen, Müll wegbringen, einkaufen, was man so tun muss, damit das Leben weitergeht. Also welcher Alltagskram ist zu erledigen? Auch Alltagskram gehört zu einem optimalen Tag dazu. Und dann überlegen Sie sich, wie Sie inhaltlich die erste Tageshälfte verbringen. Wann fangen Sie an zu arbeiten? Was arbeiten Sie? Mit wem verbringen Sie die erste Tageshälfte? Und so gehen Sie Schritt für Schritt durch den ganzen Tag. Ja, wie essen Sie Mittag? Ist es ein kurzes Mittagessen? Ist es ein ausführliches Geschäftsessen? Wie sieht das optimal aus, Ihre Vorstellung von einem Mittagessen? Mit welchen Menschen würden Sie gerne essen? Oder vielleicht wollen Sie lieber alleine Mittagessen? Was sind überhaupt Ihre Freunde, die Menschen, mit denen Sie Kontakt haben? Was sind auf der geschäftlichen Ebene die Menschen, mit denen Sie während eines Tages zu tun haben? Wie sehen die aus? Wie kleiden sie sich selbst? Also das sind alles Fragen, die jetzt Ihre Fantasie einfach mal anregen sollen, in die Details hineinzugehen. Also sich den Tag wirklich anschaulich vorzustellen. Entscheidend ist, dass Sie das alles aufschreiben. Also dass die Ideen, die kommen, wirklich aus der mentalen Welt des Kopfes in die materielle Welt des Papiers kommen. Sie können das jederzeit ergänzen, wieder verändern, aber es macht einen erheblichen Unterschied aus, es tatsächlich aufzuschreiben oder nur mal ein bisschen darüber nachzudenken. Sie überlegen sich dann nicht nur, was Sie für eine Arbeit machen, sondern kommen dann auf die Ideen, was geben Sie in Ihrer Arbeit anderen Menschen? Was ist der Nutzen, den Sie geben können? Sie überlegen sich, dass Sie Ihre Arbeit auf eine leichte, entspannte, harmonische und für alle Beteiligten positive Art und Weise tun. Also Sie überlegen sich also die Werte, die Sie schaffen, den Sinn, den Sie in Ihr Leben und in das Leben anderer Menschen hineinbringen können durch Ihr Tun. Das ist das Vorgehen, das zu den für Sie wichtigen und richtigen Ideen führen wird. Weil die Ideen, die sich dann entwickeln, die kommen nicht auf Knopfdruck, aber die kommen dadurch, dass Ihr System auf einmal eine Vorstellung entwickelt, wie will ich eigentlich leben, Tag für Tag. Also wie will ich diese Einheit, die ich jeweils geschenkt bekomme vom Leben, als Kostbarkeit für mich und andere nutzen. Sie können sich dann Gedanken machen, in welcher Art von Beziehung Sie leben möchten, wie das Abendessen aussieht, was Sie nach dem Abendessen machen. Sie können das Ganze dann auch mal übertragen, wie sieht ein optimaler Tag am Wochenende aus. Ja? Also gehen Sie durch alle Aspekte des Lebens durch. Wie gesagt, im Rahmen hier der begrenzten Zeit, die wir haben, möchte ich jetzt nicht den ganzen Katalog durchgehen. Sie werden merken, da sind auch dann ein paar sehr private, vielleicht auch eher sehr persönliche Fragen zu beantworten. Sie machen das ja nur für sich selbst. Das, was Sie aufschreiben, sehen nur Sie selbst. Und dann schauen Sie sich das ein paar Tage lang an, ergänzen das, verfeinern das, vielleicht schreiben Sie es auch nochmal ganz neu, weil Sie nach 2, 3 Tagen merken, oh, das war nur tatsächlich wieder mal eine Schale. Da hat sich darunter etwas ganz anderes noch auf einmal bewegt. Jetzt bin ich erst zum Kern gekommen und schreiben Sie es nochmal auf. Und dann beobachten Sie, was dann passiert. Da passiert dann ein Entfaltungsprozess Ihrer Kernidentität und zunehmend kann dann eine Kernidentität und eine Schalenidentität in Übereinstimmung gebracht werden. Und das löst die Spannungen auf, mit denen wir sonst normalerweise sehr hart zu kämpfen haben, wenn wir versuchen, mit unserer Schalenidentität zu überleben und die Kernidentität unterdrücken. Das ist so ein
wie gesagt, eine einfache Frage im Grunde genommen mit einer enormen Auswirkung für Ihr System. Und wenn Ihnen der optimale Tag klar ist, dann weiß Ihr Gehirn, was es zu lernen hat, was es an Informationen noch braucht, an Kontakten braucht, welche Neuerfahrungen es machen will, um diesen optimalen Zustand zu erreichen. Dann ist das Gehirn fokussiert, dann sind die Aufnahmefilter für das geöffnet, was Ihnen einen optimalen Tag kreieren kann. Und für andere Dinge sind diese Filter dann nicht mehr so geöffnet. Sie verändern die Selektionsmechanismen Ihres Gehirns. Wir haben alle eine ganze Menge von attraktiven Vorstellungen in uns. Der größte Teil davon ist unbewusst. Und eine ganze Menge von diesen attraktiven Vorstellungen sind durch fremde Menschen in uns hineintransportiert worden. Und wir haben uns nie Gedanken gemacht, ob wir das wirklich selbst von unserem Kern aus wollen. Die Beantwortung dieser Frage ermöglicht es Ihnen, zu sich selbst zu kommen, eine Klarheit über die eigene Identität zu schaffen. Und das gilt es dann einzubringen in eine Überlegung, was sind meine besonderen Stärken, was kann ich besonders gut. Da möchte ich Sie auch zu einer Selbstbeobachtung anregen. Es gibt ja die unterschiedlichsten Begriffe, Kompetenzen, Stärken, Fähigkeiten. Ich möchte einen Begriff hier besonders betonen. Und das ist das Wort Talente. Talente ist etwas anderes als Fähigkeit. Dieser Unterschied wird in den letzten Jahren besonders deutlich hervorgehoben von der Gallup-Organisation, die sich so über 30 Jahre mit Fragen beschäftigt hat, was macht bestimmte Unternehmen langfristig besonders erfolgreich. Man hat also vor etwa 30 Jahren angefangen, Unternehmen zu untersuchen, die nicht nur kurz mal an die Spitze kommen und nach 3 Jahren wieder verschwinden, sondern die 20, 30, 40, 50 Jahre lang im oberen Bereich ihrer Branche eine Rolle spielen, und hat das Ergebnis herausgefunden über 12 Fragen. Es hat einige Jahre gedauert, bis man die 12 Fragen herausgefunden hatte, die man stellen musste, um die Qualität von Unternehmen zu unterscheiden. Der zentrale Punkt, den man herausgefunden hatte, ist, es ist nicht die Innovationskraft, es ist nicht die Finanzkraft, es ist nicht das Marketing. Das, was den Unterschied ausmacht, ist Führung. In der Art und Weise der Führung, wie Menschen in Unternehmen geführt werden, unterscheiden sich die langfristig stabilen Unternehmen von den nicht so stabilen Unternehmen. Und bei der Führung, als man sich dann Führung genauer angeguckt hat, hat man festgestellt, dass die Unternehmen, die langfristig im Markt bleiben, Führungskräfte haben, die einen Blick haben für die Stärken, für die Talente ihrer Mitarbeiter. Und zwar hat man innerhalb dieser 12 Fragen eine Frage gestellt an die Mitarbeiter von Unternehmen, über 1000 Unternehmen. Und die Frage lautete: Konnten Sie das, was Sie selbst am besten tun können, letzte Woche jeden Tag tun in Ihrem Unternehmen? Und diese Frage wird statistisch von nur 20% der Mitarbeiter in Unternehmen bejaht. Also nur 20% der Mitarbeiter im Durchschnittsunternehmen sagen: Ja, ich habe letzte Woche jeden Tag das getan, was ich am besten tun kann. 80% sagen das nicht. Es gibt aber Unternehmen, wo die Mitarbeiter zu mehr als 40% sagen: Ja, ich konnte jeden Tag das tun, was ich am besten tun kann. Und das sind die Unternehmen, die langfristig im Markt überleben. Das ist wie eine Wasserscheide. Meistens ist dann allerdings der positive Bejahungsgrad etwa bei 70%. Also etwa 70% der Mitarbeiter sagen dann: Ja, ich tue jeden Tag das, was ich am besten tun kann. Diese Unternehmen haben eine sehr viel höhere Kundenzufriedenheit, eine niedrigere Fehlerquote, einen niedrigeren Krankenstand, niedrigere Fluktuation. Also die inneren wie die äußeren betriebswirtschaftlichen Daten sind signifikant besser. Der Return on Investment ist deutlich größer. Allein durch die Auswahl, dass die Führungskräfte